gehe davon aus, dass Sie mit dem Begriff der geometrischen Abbildung während Ihrer Schulzeit bereits in Kontakt gekommen sind. Eine gute Gelegenheit, jetzt einmal kurz auf Pause zu schalten und für sich zu notieren, was für Sie eine geometrische Abbildung ist und welche Beispiele von geometrischen Abbildungen Sie noch in Erinnerung haben. Wir arbeiten in diesem Abschnitt in erster Linie an Ihrem formalen Begriffsverständnis. Es wird also insbesondere nicht darum gehen, dass ich Ihnen mögliche Zugänge für den Unterricht der Sekundarstufe 1 aufzeige. Und dementsprechend finden Sie hier direkt zu Beginn auch schon die mathematisch-formale Definition. Demzufolge ist eine geometrische Abbildung eine eindeutige Zuordnung zwischen den Punkten der Ebene. Ich habe also eine Zuordnung, deren Name wäre jetzt hier in diesem Fall F, und diese ordnet jedem Punkt der Ebene eindeutig einen Punkt P' zu. P wird in der Regel der Originalpunkt genannt. Und P' ist der Bildpunkt. Der Begriff eindeutig, den Sie hier sehen, der bedeutet zweierlei. Zum einen wird jedem Punkt der Ebene genau ein Punkt P' zugeordnet. Das heißt, wir haben hier eine eindeutige Zuordnung von P nach P'. Umgekehrt gilt aber auch, dass jeder Punkt der Ebene als Bildpunkt auch wirklich auftritt und eindeutig einem Originalpunkt zugeordnet werden kann. Also auch die Rückrichtung ist eindeutig. Zu jedem P' gibt es ein P. Geometrische Abbildungen sind damit, um das Ganze im Sinne eines integrierten Begriffsverständnisses in das mathematische Begriffsnetz einzubinden, spezielle Funktionen. Nämlich solche Funktionen, die die Eigenschaft der Eindeutigkeit erfüllen. Und dort wird in der Funktionenlehre auch häufig von Bijektivität geredet. Mit solchen bijektiven Funktionen werden wir uns im Modul Funktionen und funktionales Denken noch näher auseinandersetzen. Für den Moment bleiben wir aber im geometrischen Kontext. Und um dort diese Eigenschaft der Eindeutigkeit zu verstehen, lohnt es sich, glaube ich, wenn wir uns kurz einmal ein Beispiel und auch ein Gegenbeispiel anschauen. Die Spiegelung an der x-Achse ist ein Beispiel für eine geometrische Abbildung. Wir haben in diesem Fall eine Zuordnung, die jedem Punkt P einen Punkt P' zuordnet. Punkt P kann mit den Koordinaten x und y bezeichnet werden. P' würden wir mal mit den Koordinaten x' und y' bezeichnen. Die Zuordnungsvorschrift in diesem Fall wäre, dass jedem Punkt xy der Punkt x minus y zugeordnet wird. Das heißt, die x-Koordinate bleibt gleich, die y-Koordinate wechselt das Vorzeichen. Machen Sie sich bitte klar, dass diese Zuordnungsvorschrift, die wir hier benannt haben, wirklich eindeutig ist. Sie sehen, ich habe einen Punkt und Bildpunkt schon eingezeichnet. Der Punkt 2, 2 wird dieser Zuordnungsvorschrift zufolge, also dem Punkt 2 minus 2, zugeordnet. Und das kann ich jetzt für jeden Punkt machen. Nehmen wir beispielsweise den Punkt 3 minus 1 als Originalpunkt, dann würde der Bildpunkt zu diesem Punkt gerade 3, 1 lauten, da ich lediglich das Vorzeichen der y-Koordinate verändere. Und umgekehrt kann ich jeden beliebigen Punkt hier auf dieser Ebene, nehmen wir mal den Punkt minus 1, 1, als Bildpunkt auffassen und eindeutig den dazugehörigen Originalpunkt ermitteln. In diesem Falle wäre das minus 1, minus 1. Und dann schauen wir uns als zweites Beispiel noch die Projektion aller Punkte auf die von mir hier rot eingezeichnete Gerade y gleich 1 an. Auch dazu können wir eine Zuordnungsvorschrift aufstellen. Wieder wird jedem Punkt P ein Punkt P' zugeordnet. P wird wieder durch die Koordinaten xy bezeichnet. P' wäre x'
Y-Strich. In diesem Fall würde die Zuordnungsvorschrift lauten, jedem Punkt XY wird der Punkt X1 zugeordnet. Überlegen Sie einmal kurz selbst, warum es sich hier nicht um eine geometrische Abbildung handelt. Nun ja, bei dieser Zuordnungsvorschrift kann ich zwar eindeutig jedem Punkt einen Bildpunkt zuordnen. Ich könnte beispielsweise den Punkt 4,2 nehmen, bezeichnen wir den mal mit R, dann wäre der dazugehörige Bildpunkt 4,1. Also hier haben wir eine eindeutige Zuordnung von jedem Punkt zu einem Bildpunkt. Umgekehrt hat aber beispielsweise dieser Punkt R', den ich hier eingezeichnet habe, 4,1, keinen eindeutigen Originalpunkt, sondern unendlich viele. Denn nicht nur der Punkt R, den ich hier eingezeichnet habe, sondern auch beispielsweise der Punkt 4,5, nennen wir ihn mal R2, könnte als Originalpunkt zu dem Punkt R' verstanden werden. Und hinzu kommt, dass es noch unendlich viele Punkte auf dieser Ebene gibt, die gar keinen Originalpunkt besitzen, da das gesamte Bild sich auf dieser Gerade befindet. Als Konsolidierung würde ich Ihnen hier empfehlen, sich jetzt einfach noch ein paar weitere Beispiele für geometrische Abbildungen zu überlegen und auch zu überlegen, welche Beispiele es gibt, die eben die Eigenschaft einer geometrischen Abbildung nicht erfüllen.